Ja, ich bekomme einfach nichts. Ja, moin. Nein, nein, läuft vor dir. Mein Berg schneit es, oh, ist so schön. Warte, warte, schick mir jetzt noch eine Einladung. Ich habe jetzt das einmal gelöscht. Ah ja, Digga. Wer lädt mich eigentlich die ganze Zeit immer ein, Alter? Was ist das für eine Scheiße? Als ob ich da jetzt reinkomme in die Party, Alter. Irgendwer hat mich eingeladen, Leute, ich muss los. Ja, Leute, ne? LPT ist jetzt zu Ende, Digga. Irgendein Random hat mich eingeladen, Junge. Ich geh jetzt mal seine Party, Junge. Und Anna-Man, hast du bekommen? Ich jetzt keine Einladung. Ah, ist schon fast Schicksal, würde ich sagen, ne? Fast Schicksal, Anna-Man. Also da wäre ich aber mad, ne? Anna-Man, also da wäre ich echt mad, ne? Ganz ehrlich. Wenn ich rausgehen würde und nicht mehr reinkommen könnte, Alter, weil ich die Einladung nicht mehr komme, ne? Also da wäre ich echt mad, Anna-Man. Wenn du provozierst, aber egal. Wer hat wen umgebracht, Anna-Man? Hab ich dich umgebracht? Nee, die hab ich nicht, ne? Warte mal, hast du mich umgebracht? Ja, stimmt, was das hast du! Was hast du bei mir gemacht? Was hast du bei mir gemacht? Ich hab deinen Banner genommen und dich getrollt, Digga, und hast du mich direkt umgebracht. Aha. Du hast, meine Platte aufgesammelt. Du hast als erstes eingesammelt. Yeah. Ja, du hast. Ja, ich hab sie sogar als erstes eingesammelt. Ich bin eigentlich der Ursprungsbesitzer, Digga. Besitzer Nummer Uno. Bitte. Pass. Aber du hast mich trotzdem umgebracht, Digga. Er kommt zu mir und möchte mir die Diamantrüstung für die Pferderüstung geben, Digga. Was machst du? Du kommst an, klaust es einfach, Digga. Und dann will ich dich umbringen, dann leftest du direkt ein Holz jetzt rum, Alter. Ah ja, ausgeglichene Gerechtigkeit, meinst du? Ich wollte nicht rum. Nein, Anna-Man. Was wolltest du gerade zu mir sagen? Ich hab dich nicht verstanden. Ich? Ja. Brauchst du Redstone? Redstone jetzt gerade nicht, nein, danke. Okay. Tuba, kannst du mich einladen, bitte? Vielleicht geht's bei dir. Okay, versuch ich mal. Ja. Ja, gehen wir auf Party und dann einladen, geht eigentlich ganz easy. Was ist das? Kann ich dich Anna-Man sogar noch über Minecraft einladen? Irgendwer hat mich geschossen, Junge. Ah, hier, Anna-Man. Anna-Man, hast du die Einladung bekommen, dich über Minecraft eingeladen? Warte. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, ich kann dich eigentlich. Kritisch? Nee. Keine Ahnung. Alles was klar, da jetzt los ist. Ah, alles klar, Digga. Ah, Karma, ja? Digga. Karma, Alter. Ich mach was. Ja, du kannst es auf öffentlich kurz machen. Dann kann ich es. Kann ich dich. Minecraft kann ich nicht öffentlich machen, Digga. Dann muss ich Spiel neu starten. Mach mal jetzt ganz bestimmt. Ich brauch Steine. Glas oder Sand? Weil. Ich hab jetzt gerade Sand noch. Okay. Viel Spaß. Ist dein Haus. Brauchst du es doch? Ja. Nee, Alter, das ist so groß, oder? Okay, dann pass. Ich hab zu viel Saat geholt. Was ist das da? So. Was ist denn? Ja, ich starte mal. Du hast gesagt, ich brauche Stein. Wer ist das? Alles gut, ich brauche Stein. Okay, warum bringt. Warum kann ich das nicht mehr aus den Steinblöcke? Ja, alles gut, ich brauche. Hast du dich einfach mal nach Stein gefragt? Hast du einfach einen Stein gesagt? Ja, aber ich hab gesagt, ich hab schon genug Stein. Ja, ich weiß, ich hab so Stein gegeben, deswegen. Aber kannst behalten. So. Einmal probier's noch zur Tür. Was, dich einzuladen oder was? Ja. Und danke für die Affe, gell? Und Einladung. Selten. Okay. Achso, sind übrigens nur noch 11 Minuten, ne? Dann ist eh zu Ende. Will ich noch ganz kurz Bescheid sagen. Also noch 11 Minuten ungefähr, dann ist die Aufnahme vor der ist auch durch. Nee, ich bin nicht unbesiegbar. Ich kann nicht so gut durchrennen. Tja, Anna-Man, ja. Tja. Ah, hier ist ein Raid. Raid, wie jetzt bei dir von der Haustür oder was irgendwo sagt in mein der Kompass? Stadt? Das ist nur eine Patrouille, ich kann auch sagen, dass das nur eine Patrouille ist. Okay, ja, ist eine Patrouille. Da raus bitte aus dem Wald, Digga. Stefan, was glaubst du, wie lange brauche ich, bis ich mit dem Gebäude fertig bin? Wie viele Parts? Digga, was ist das für ein Timing? 60, würde ich schätzen. 60? Wenn du alles alleine farmst, ohne Hilfe von anderen Leuten, mit Steinspitzhacken die ganze Zeit. Eisen. Eigentlich könnte ich mithelfen. Hast du viel Eisen dafür? Nee, du hilfst nicht mit, Digga, Tupac. Du hilfst nicht mit, Digga. Also ohne okay, Hilfe. Aber warum darf er nicht mithelfen? What the fuck? Also ich würde auf 40 schätzen, Digga. 40 würde ich schätzen. Jetzt ich Tupac hilft mit, vielleicht 30 maximal so. Also wenn du mir helfen willst, dann kannst du mir gerne Eisen spenden oder so. Eisen spenden, Digga. Kleine Spende, Digga. Kleine Spende. Wenn du, aber nee, ganz ehrlich, ich brauche halt nichts anderes. Also eigentlich brauche ich nur Eisen für Eisenspitzhacken, um das Ding abzubauen. Tja, Eisen, Anna, ich schmeiß dich mal raus, du kannst eh nicht mitspenden, ne? Hau rein, Digga. Zwei Stück oder mehr. Nee, egal. Ja, Mann. Hau rein. Tja, Digga, tja. Wie viele Leute sind wir in der Party eigentlich? Also, was ist viel? Oh, ey, wir sind... Nee, doch, 7 Leute sind wir. Stimmt. Aber jetzt brauche ich eh keinen mehr reinholen, weil, wie gesagt, es dauert nicht mehr so lange. Ne? Ja, bei Kugel Game of Thrones, Digga. Ja, hau rein, Digga, hau rein. Ja, so. Also ich kann mich nicht beschweren, ich bin jetzt full dir. Als ob du jetzt schon full dir bist, ist heute das erste Mal dabei oder so. Wann wolltest du machen eigentlich? Ja. Keine Ahnung, immer nächste Woche wollte ich das machen. Habt ihr jetzt noch kein Datum oder so.
Es war halt erstmal nur so eins, keine Ahnung, irgendwann würde ich das schon gerne machen. Problem ist halt, ich habe halt zu viel momentan. Ich habe jetzt Resident Evil 3 durchgespielt. Das wollte ich jetzt auch nochmal auf YouTube hochladen. Das sind auch nochmal, glaube ich, ganz viele Folgen. Dann haben wir noch Stardew Valley am Laufen. Das würde ich halt auch noch hochladen. Eichen, brauchst du Eichen? Und dann noch State of Decay dazu. Okay. Das wäre viel zu viel für YouTube, glaube ich. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, was ich das hochladen soll. Wann ich das jetzt hochladen soll. Drei Stücke Eichen hier. Dankeschön, Dankeschön. Oh. Scheiße, ich bin gefangen. Was denn? Wo bist du? Ach, alles gut, ich bin. Ich will schon mal weggehen. Wenn was brauchst, dann ruf mich. Ja, kein Ding. Danke. Jetzt erstmal beschäftigt. So. Aber ich weiß nicht, ich müsste das halt auch noch hochladen und ich wüsste halt nicht, weil ich das alles hochladen soll. Also ich habe halt keine Ahnung, wie, wo, was und so. Sehr, glaube ich, einfach. Ja, ich habe letztens die Aufnahmen gesehen, die du hochgeladen hast auf dem zweiten Kanal. Erstens geil geschnitten und zweitens, warum hast du die nicht auf dem Hauptkanal gemacht? Weil da war nichts drin, was irgendwie copyright-mäßig sein könnte. Das Ding ist halt, es wird auf dem Hauptkanal untergehen zwischen den ganzen normalen Let's Plays und allem drum und dran. Ich habe auch schon mal im Stream darüber geredet, da war auch die Meinung eigentlich so, es würde halt einfach untergehen. Mit ganz normalen Let's Plays und dann sowas. Und außerdem habe ich auch selber mal nachgefragt gehabt, von wegen, wie das aussieht mit LPT. Viele Leute haben gesagt, lass es so, wie es ist. So ist es ganz cool, die schauen es immer schon so. Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich habe für mich persönlich gesagt, hier auf meinem Hauptkanal kommt es so wie immer, ne, so wie die Leute schon immer gesehen haben. Und auf dem Zweikanal kommt es editiert und kürzelt. Der Sinn vom Zweikanal ist, wenn du irgendwann sagst, okay, ich habe 40 Folgen oder so nicht mitgeguckt oder so, weil ich irgendwie keine Urlaub oder was auch immer. Gehst es halt auf zwei Kanäle, das ist alles geschnitten und wesentlich kürzer. Also hier mal auf dem Hauptkanal wird das Projekt wahrscheinlich 100 Folgen haben, auf dem Zweikanal irgendwie nur, keine Ahnung, 30 vielleicht. Weil es einfach viel kürzer ist. Das heißt, du kannst eine Staffel anstatt in, keine Ahnung. Das heißt, du siehst einfach 2 Stunden Content. Digga, diese andere in doppelte Geschwindigkeit 30 Minuten oder so. Ja, einfach das Belanglose rausgeschnitten, das Wichtige und Lustige einfach zusammen. Weg, Digga. Ganz genau, Digga. So wie Naruto nur ohne Filler-Folgen. Einfach besser, Digga. Einfach besser, Digga. Einfach Naruto ohne Filler-Folgen. Ja, das wäre halt dieses. Das wäre halt dieses andere schnell gucken, ne? Ich meine, wie viele. Es gibt's ja auch bei One Piece. Ich habe auf One Piece eine Seite mal gefunden gehabt, wo ich mal nach Folgen geguckt habe. Da gibt es auch eine Menge Füllerfolgen, sogar mehr als ich dachte. Also es gibt dort so viele Füllerfolgen, wo ich dachte, das ist eine Füllerfolge gewesen? Also das wusste ich nicht mal, dass es eine Füllerfolge war. Aber das waren, du kannst, glaube ich, bei One Piece mittlerweile 150 Folgen oder fast 200 wegstreichen wegen Füllerfolgen. Das ist aber ganz schön wenig, muss ich sagen. Lass mich mal ganz kurz nachgucken, lass mich mal kurz. Im ersten Naruto waren das schon 100 Folgen oder so am Stück. One Piece, Füller... genau, hier, warte mal, Fillerlist. Ich glaube, im ersten Naruto waren es 90 Folgen oder so, direkt alles Folgen. Episodes, da gibt es da irgendwie, gibt es da irgendwo eine, sagt er mir hier irgendwie? 928 Folgen gibt es insgesamt, ja, aber steht hier irgendwo auf Google gerade, wie viele Filler-Folgen das insgesamt hat? Ach, keine Ahnung, sehe ich jetzt gerade nicht. Hab ich da irgendwie eine Seite mal gefunden gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, ich glaube. Ah ja, 103 Füller-Folgen gibt es gerade bei One Piece. Gerade genau 103 waren das. Sehr, sehr wenig. Ja, 103 ist echt wenig. Ich sag mal so, Naruto ist halt wesentlich schlimmer, was Füller angibt, ne? Also. Viel schlimmer. Also das Endgegner so gefühlt. Also ich glaube, das war bei Naruto, als ich das gelesen hatte, aber 150. Vielleicht bin ich auch so durcheinander gekommen, keine Ahnung. Also da, also, es gibt halt. Also Füller-Folgen sind. Das Problem bei Füller-Folgen sind, die sind meistens scheiße geschrieben. Und die tun. Also die tragen halt nichts zur Story bei. Also die kannst du eigentlich rausstreichen. Wobei, ich habe auch gelesen, dass sehr viele Filler-Folgen gemacht wurden, weil die einfach der Manga war nicht weit genug. Genau, die wollten einfach aufholen, anstatt kurz Pause zu machen, so wie halt jeder andere Anime heutzutage. Zum Beispiel ja, My Hero Academia. My Hero Academia ist einer meiner Lieblingsanimes, also der ist so gut, ne? Weil die sich einfach Zeit lassen, die Animationen sind einfach 10 von 10. Es ist so gut animiert einfach, Bruder. Und die lassen sich einfach Zeit. Also das wird jetzt nicht durchgeballert, bis und geht nicht mehr wie Naruto, sondern du hast halt einfach mal so gefühlt 20 Episoden und dann ist wieder ein oder zwei Jahre Pause bis zur nächsten Staffel. Und das ist halt top. Weil du hast halt dann immer wieder was zu sehen und die Qualität der Episoden nimmt nicht ab. Und das schlimmste Beispiel ist leider Dragon Ball Super. Ich habe die Serie jetzt vor kurzem durchgeschaut. Mega gut, aber da wird so viel recycelt, ne? Also da wird halt wirklich. Hast du schon Bäume fertig? Ja, ne. Da wird so viel recycelt. Du hast teilweise Animationen von Charakteren, wo sie den Hintergrund einfach nur geändert haben und das einfach 1:1 genau das gleiche ist. Oder die spielt eine Animation zweimal hintereinander ab, weil er zweimal denselben Angriff hintereinander da macht. So. Das ist halt einfach so Zeit gespart. Haben wir mal über Dragon Ball geredet und wie sinnlos die Tode sind? Oder habe ich das schon gelesen? Ja, hatten wir auch schon mal drüber geredet. Haben wir auch schon mal geredet. Weil ja. Du hast ja die Dragon Balls, die werden immer wieder belebt. Also der Tod ist eigentlich. Ja.
So schüttel es abmäßig. Was? Du bist gestorben? Ja. Keine Ahnung, wir sammeln kurz Dragon Balls. Ich meine, damals war es so ein bisschen schwer, die Dragon Balls zu sammeln, weil heutzutage kann halt gefühlt jeder fliegen dort. Und die haben einen Radar, um die einzusammeln. Das ist nichts weiter als Ostern. So, du gehst raus, suchst die Eier und dann bist du fertig, Alter. Mehr ist es nicht. Dragon Ball ist einfach Ostern, Alter. Ja, und dann belebst du die Leute halt einfach wieder. Mehr ist das nicht mehr geworden, Alter. Das ist halt einfach nur noch, du sammelst die Eier ein, Digga, belebst die Leute wieder und fertig. Ich meine, das Heftige ist jetzt einfach, was im Dragon Ball Super eingeführt wurde, sind die Super Dragon Balls, diese großen wie Planeten. Ist ein bisschen schwerer, die einzusammeln, aber ansonsten kannst du es halt einfach so verallgemeinern. Das ist die ganze Serie, also die sammeln die ganze Zeit nur diese Dinger ein. Und dann Nein. Das machen sie, wenn jemand stirbt, so. Damals wurde es noch groß gezeigt, wir müssen die Dragon Balls finden, um ihn wiederzubeleben. Das ist auf Adventures gegangen, auf Abenteuer und so ein Scheiß. Mittlerweile ist es, ach lol, der ist gestorben. Ja, scheiß drauf, wenn er stirbt, dann suchen wir Dragon Balls. Das heißt, irgendwann, irgendwie einfach so, wir die Dragon Balls kurz gesammelt, das ist auch vielleicht eine Episode oder so. Und zack, wiederbelebt, Digga, let's go, wir kommen zurück. Was zu denn? Ihn. Eine Episode? So gefühlt manchmal, ja. Die haben halt ein Radar, die wissen halt genau, wo die Dinger sind. Es gibt nur noch hinfliegen, einsammeln, fertig. Digga, und früher war das bestimmt was übelst Seltenes und alle ja, natürlich. Serien so. Und ja, natürlich. Ja, es ist. Ich weiß nicht. Die gehen auch mittlerweile in die Kämpfe so rein, so nach dem Motto: Ja, wenn du stirbst, Digga, beleben die mit Dragon Balls wieder, ist ja nix. Haben die das wirklich so gesagt? Niemals. Also ganz ehrlich, in Dragon Ball Super, ich verhält sich so spoilermäßig, aber ein Charakter hat sich quasi in Anführungszeichen geopfert. Für ein paar Millionen haben die Leute gedacht: Okay, der ist tot. Dann haben sie gesagt: Ja, beleben wir mit Dragon Balls wieder. So einfach so: Beleben wir mit Dragon Balls wieder. Und dann wurde der Tod quasi einfach abgehakt. Und dann so: Oh mein Gott, der lebt ja doch noch und so. Also das war. Alles klar, Digga. So einfach kurz abgehakt, diesen Tod von diesem Charakter, Digga. Er hat sich geopfert, Digga. Wir nehmen einfach den Dragon Balls wieder. Ach nee, er lebt noch. Ja, gut, dann sparen wir uns die Dinger einfach mal kurz zu suchen. Okay, Ehre. Also, Tod in Dragon Ball ist halt mittlerweile gar nichts mehr. Damals war das so, der Bösewicht kommt, zack, der erste Tod, Bruder. Und dann hier heftig Storyline und so. Und dann haben sie dann irgendwie versucht, die Dragon Balls noch so zusammenzusammeln. Du kannst halt Dragon Balls einen Typ nur einmal wiederbeleben. Also, es geht halt eigentlich nur einmal. Aber dank Dragon Ball Super gibt es da jetzt wieder irgendeinen Typen, der einfach mit einem Stab die Leute wiederbeleben kann. Also, keine Ahnung, das ist irgendwie. Also, die ganze Serie nur ums Wiederbeleben oder was ist das? Ja, fast. Nee, eigentlich, also, wenn du Dragon Ball jemandem erzählen willst, ganz kurz zusammengefasst: Ein Typ fliegt durchs Universum und verprügelt irgendwelche Leute und will stärker werden. Ende, zusammengefasst, Digga. Typ fliegt durchs Universum und prügelt sich mit irgendwelchen Leuten. Bösewichte kommen auf die Erde und prügelt sich mit den Leuten. Was ist das Ziel von. Also das Ding ist, ich kenne zum Beispiel das Ziel von Ruffy, der ja der größte Piratenkönig werden. Ja. Bei Naruto will er ja Hokage. Bei Dragon Ball ist es lächerlich. Also wenn du da jetzt irgendwie... Was ist sein Ziel? Der Stärkste zu sein, immer stärkere Gegner zu bekämpfen. Ende. Das ist sein einziges Ziel. Also er will nicht irgendwie der König sein. Kein Hokage, nicht Piratenkönig. Einfach nur der Stärkste und immer wieder gegen Gegner kämpfen, die stark sind. Ende der Geschichte. Ja. Am Anfang war das nur so, Bösewichte kommen auf die Erde und wollen alles umbringen und er muss gegen sie kämpfen und dann rettet er die Welt und sowas. Aber zum Beispiel, ganzes Dragon Ball Super ab ungefähr der Hälfte ist nur noch Turnier der stärksten Kämpfer und dann let's go. Ich meine, ist mega gut, ne? Also ich habe die Serie halt gesehen, die war echt ganz cool so, aber storytechnisch so, na. Ich hab mal eine Frage, gehörst du zu den Leuten, da gibt's immer das wie Ananas oder Pizza oder irgendwie oder Oliven mögen wir nicht oder Lakritz oder so ein Scheiß, da gibt's immer so zwei Parteien. Findest du, oder glaub, wenn jetzt Saitama gegen Son Goku kämpfen würde, wer würde gewinnen? Keine Ahnung. Ich sag mal so, Saitama hat halt diese unglaubliche Stärke. Aber dabei hast du dann halt wiederum Son Goku, der immer stärker wird, Digga. Jedes Mal, wenn er irgendwie in Not kommt oder so, wird er einfach stärker. Weißt du, so immer dieses Power-Up. Oh mein Gott, der verliert gerade Power-Up, Digga, aus dem Nichts. Einfach hier kriegst du ein Power-Up, Digga. Die Kraft der Freundschaft, Digga. Ja, aber so auf anderem Level, Alter. Du hast dann den Charakter, der sagt sowas. Jeder, der meinen Freunden auch nur was, der meinen Freunden wehtut oder sie verletzt, bekommt es mit mir zu tun. Da hast du so deine Freundesliste, wo schon drei Leute bei waren, die versucht haben, ihn zu töten, Alter. Drei von dem Hauptcast haben versucht, ihn oder andere Leute umzubringen und zwei davon haben es, glaube ich, sogar geschafft. Und die sind dann auf einmal Freunde so. Und du sitzt dann halt einfach da und denkst, okay, Digga. Aber glaubst du, Son Goku würde gewinnen oder verlieren? Na, ich sag mal so, bei Saitama hast du halt diese unglaubliche Stärke, der kann halt, der prügelt ihn einfach mit einem Schlag halt weg, ne? Ja, aber passt schon nach Saitama. Ich würde schon Saitama sagen, weil der einfach unglaublich stärker hat. Oh mein Gott, hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen, aber auf YouTube gibt es sehr gut animierten Kampf. Ja? Mit allen Charakteren von, ich glaube, Naruto, Dragon Ball und One Punch Man zusammen. Auf Ultra, also es ist so fanmäßig, aber die Kämpfe sind sehr gut animiert, also wirklich, also manche waren echt gut. Also, ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kann vielleicht nochmal später einen Link schicken, aber das werde ich wahrscheinlich auch heute noch kurz einen Streamer machen, also das habe ich echt gut. Shemu, was los? Schon raus? Achso, 16 Uhr, ne? Aufnahme ist zu Ende, ganze Zeit geredet, Digga. Ist noch jemand da in der Party? Hallo?
Partyfehler, Digga. Alle weg, Junge. Alle weg. Ja, ich würde trotzdem an dieser Stelle erstmal die Aufnahme beenden. Wir sehen uns dann nächsten Samstag wieder um 14 Uhr. Die Aufnahme ist hier an dieser Stelle erstmal zu Ende. Ja. Ist ein bisschen blöd, weil jetzt gerade alle weg sind, aber ich würde sagen, Leute, haut rein. Auf Wiedersehen. Nächstes Mal vernünftig, ne? Mit vernünftigem Abschied. Haut rein, auf Wiedersehen, auf YouTube. Tschüss.